1973 war der Westen noch staufreie Zone. Denn sonntags hieß es Fahrverbot. Die Klimbim-Familie mischte das Fernsehen auf. Schalke bekam einen neuen Fußballtempel. Die sogenannten Gastarbeiter hatten die Nase voll und streikten für gerechten Lohn. Die Schuhe wurden höher. Und der Außenminister zum Schlagerstar. Smog im Ruhrgebiet schockte als TV-Thriller das ganze Land. 1973, mein Geburtsjahr. Ich bin Asle Sevindim und komme aus Duisburg. So starkste man 1973 durchs Land, auf Plateauschuhen. Schwer wie ein Bügeleisen, aber unverzichtbar damals. Der letzte Schrei. Galt übrigens auch für den gepflegten Herrn. Leider hatte man im Ruhrgebiet damals andere Sorgen. Es qualmte. Es stank. Die Luft war dermaßen dreckig, dass man kaum atmen konnte. In Duisburg-Marxloh, da wo ich herkomme, setzten sie uns dann auch noch Europas größten Hochofen vor die Nase. Die Anwohner des Stadtteils fühlen sich belästigt, ja geschädigt durch enorme Geräusche, die der Riese entwickelt, durch Staubwolken und Gestank, der verbreitet. Seitdem der im Gange ist, kann man es hier nicht mehr aushalten. Jeden Abend der Krach, der Dreck. Man muss ewig bloß putzen und fegen. Und die Kinder mittendrin. Auch ich habe später hier gespielt. Wir kannten das ja nicht anders. 10.000 Tonnen Stahl pro Tag werden in dem Hochofen produziert. Schwefelgas und Staub beim Abstich werden frei und legen sich auf das Wohngebiet. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Sperrgebiet, wir haben Smogalarm. Smogalarm! Deck alles hier runter. Hier unten nach links, das Schild in die Mitte. Smog im Ruhrgebiet. Damals noch ein Umweltthriller fürs Fernsehen. Ein Film von Wolfgang Petersen und Wolfgang Menge, der wenige Jahre später Wirklichkeit werden sollte. Junge, Junge, Junge. Es wird überhaupt nicht hell heute. Bei dem Nebel? Hey, früher war das nicht so. Ach, hör doch auf mit deinen Sprüchen. Marie-Louise Marian war damals 32 Jahre alt. Der Film machte sie berühmt. Und das Thema war ihr nicht fremd. Ich bin ja in Essen geboren, habe auch noch erlebt, wie die Mutter die Wäsche aufgehängt hat und die nachher am Ende gesprenkelt war von dem Ruß, von dem Ausstoß der ganzen Schornsteine. Also es war nicht von der Hand zu weisen, es gab diesen Smog. Im Film Smog spielte sie die junge Mutter Elvira Ricalla. Ihr Baby erkrankte an Krupphusten. Die Ärzte kämpften um sein Leben. Vergeblich. Mein Baby ist gestorben, weil die Krankenhäuser überfüllt waren. Es waren die Fußballer umgefallen, die Leute sind am Steuer zusammengebrochen. Also ein dramatischer Moment jagte den nächsten. Es ist wie ein richtiger Krimi, wie ein Umweltkrimi war die ganze Geschichte. Und es war wirklich so aufregend, dass also alle Zuschauer dachten, also das kann uns auch passieren, wenn wir jetzt das Haus verlassen. Meine Damen und Herren, die Lage ist kritisch. Sie haben es gehört, das Wetter wird sich nicht ändern. Und die Schwefeldioxidwerte in der Luft nähern sich bereits bedenklich der Marke 2,0. Der Film war so realistisch, dass viele Zuschauer glaubten, die Katastrophe sei echt. Die Telefone beim WDR und den zuständigen Ämtern liefen heiß. Das würde ich nicht sagen, aber die blau-rote Gesellschaft.
Es ist so gut gemacht, so realistisch, dass ich also auch zum Hörer greifen würde und würde anrufen und sagen, ist das jetzt echt oder ist das wirklich ein Film? Weil er war wirklich, darum hatte er auch so einen Erfolg, weil er so beklemmend war. Industrielle und Politiker warfen den Filmemachern Panikmache vor. Der Film schade dem Image der Region, sei industriefeindlich. Sie wollten sogar die Ausstrahlung verhindern. Das war der Spiegel, der den Menschen oder der NRW-Regierung damals vorgehalten wurde durch diesen Film. Es sollte eine Warnung sein, aber es sollte keine Angst auslösen. Faust hier, Wetteramt. Die Hochdruckwetterlage geht zu Ende und in aller Kürze werden wir Wind hier haben, der uns den ganzen Nebel wegbläst. Ja, richtig, natürlich. Damit ist der ganze Spuk vorbei. In der Realität fing der Spuk erst an. 1979 gab es im Ruhrgebiet den ersten echten Smogalarm. 6 Jahre später die höchste Alarmstufe 3. Die Wirklichkeit hatte den Spielfilm eingeholt. Jahre später gab es ja die echten Smogalarme, die dann ausgelöst wurden und die Menschen also dann mit dem Thema realistisch konfrontiert wurden. Einen ganz anderen Ausnahmezustand erlebte Köln im Mai 1973. Zuerst kamen die Radler, dann gab Kardinal Höffner seinen Segen. Der Giro d'Italia, das zweitwichtigste Radsportrennen der Welt, machte zum ersten Mal am Dom Etappenstopp. Einen Tag vorher waren die Fahrer in Belgien gestartet. Die Kölner aber wollten vor allem einen sehen. Alle Blicke richteten sich natürlich auf Eddy Merckx, der dreimal den Giro d'Italia bereits gewinnen konnte. Etappenziel nach 137 Kilometern, das Müngersdorfer Stadion. Die letzte Kurve. Eddy Merckx nimmt sie gut, aber im Gegensatz zu ihm stürzen einige über andere. Ein dramatischer Einlauf. Am Ende gewinnt Eddy Merckx. Zuerst die Etappe und dann die ganze Tour. An einem Sonntagabend 1973 startete hier in Köln etwas, das es noch nie zuvor im deutschen Fernsehen gegeben hatte. Eine Talkshow, je später der Abend. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine Sendung mit Gebrauchsanweisung. Eine Talkshow, was ist das? Darüber zerbrechen sich seit einiger Zeit die Fernsehmacher die Köpfe. Talk kommt von to talk, reden. Und das Ganze ist also eine Rederei. Die Idee für diese Rederei hatte Gastgeber Dietmar Schönherr aus Amerika. Fortan saß die Prominenz aus Show und Politik jeden Sonntagabend in den WDR-Sesseln. Sie gefallen mir sehr. Ich bin jetzt dran. Ja, wie gut. Hast du deine Jungfernschaft verloren? Das kann ich dir ganz schnell sagen, mit 21, ich war ein Spätentwickler. War es denn mit der Aufklärung? Hat der Vater sie aufgeklärt? Nee, hat er nicht gemacht. Aber vielleicht war das auch nicht nötig. Ich habe mich selbst aufgeklärt. Ja, Fragen, die Welt bewegten. Wirklich Weltbewegendes kündigte sich im Mai 1973 an. Leonid Brezhnev, mächtigster Mann der östlichen Welt, gab als erster sowjetischer Parteichef der Bundesrepublik die Ehre. Es war die erste vorsichtige Annäherung im Kalten Krieg. Wir werden in diesen Tagen unseren Dialog fortsetzen, den ich schon jetzt einen Dialog des friedlichen Miteinander nennen möchte. Dieser Besuch wurde hoch eingeschätzt. Ein sichtbares Zeichen für die Beendigung oder Entschärfung des Kalten Krieges. Auf den Straßen in Bonn und Dortmund formierten sich derweil Pro- und Anti-Brezhnev-Demonstranten. Auch die Bevölkerung reagierte unterschiedlich. Ich hätte mir's gespart. Es wäre richtig, wenn Herr Brandt Herrn Brezhnev sagen würde, er sollte die Mauer wegmachen.
Ich finde es ganz gut, dass mal endlich jemand aus der UdSSR rüberkommt. Ich finde den Besuch Brezhnevs positiv und bin durchaus für eine Verständigung mit der Sowjetunion. Erste Station des Besuchs, der Petersberg bei Bonn. 26.000 Polizisten waren im Einsatz und bestimmt genauso viele Reporter und Fotografen. Als Gastgeschenk bekam Autonar Brezhnev von der Bundesregierung einen Mercedes, den er dann, so berichteten Augenzeugen, bei der Probefahrt in den Serpentinen des Petersbergs zu Schrott gefahren haben soll. Für ganz normale Unfallfahrer gab es ab 1973 etwas Neues: einheitliche Notrufnummern. Seitdem erreicht man unter 110 und 112 bundesweit Polizei und Rettungsdienst. Und noch etwas mussten sich die Fahrer fortan merken: Schluss mit dem Feierabendbier vor der Heimfahrt. Alkohol am Steuer war schon länger ein Thema. Ab 1973 galt die 0,8-Promille-Grenze. Nicht jeder hatte Verständnis dafür. Wenn ich was getrunken habe, wenn ich so richtig voll bin, dann fahre ich besser, als wenn ich nüchtern bin. Ich finde, dass dieses für Diabetiker voll geeignet ist, aber nicht für normale Menschen, also die weder Kreislaufstörungen oder sowas haben. Die können wohl ihre 5 Bier trinken und wohl noch vernünftig Auto fahren. Voll Mitleid mit Alkoholgeschädigten und eingedenk des deutlich nachlassenden Bierkonsums hat ein bergischer Bierbrauer sein führerscheinfreundliches Getränk als erster auf den Markt gebracht. Gebraut nach deutschem Reinheitsgebot, aber nur 0,1% Alkohol. Wir glauben auch tatsächlich, dem Konsumenten hiermit ein Stück seiner Freiheit wiedergegeben zu haben, nämlich mit dem Wagen wieder sich frei bewegen zu können. Aber schmeckte das auch? Der Härtetest. Probieren Sie mal bitte und sagen Sie, ob Sie einen Unterschied schmecken. Das ist alkoholarm. Nein, Sie haben Unrecht. Ach, du liebe Zeit. Klasse. Ein echter Silberstreif am Horizont für Biertrinker, die in ihren Führerschein immer noch verliebt sind. Bier ohne Alkohol? Was hätte er wohl dazu gesagt? Der kleine Mann mit der großen Schnauze. Hast du die Brosche gekauft? Immer im Recht. Cholerischer Charakter, Vollspießer. Und der Name? Alfred Tetzlaff! Alfred Tetzlaff ist borniert, vorurteilsvoll, konservativ, reaktionär, bigott, judenfeindlich, gastarbeiterfeindlich, antikommunistisch, antisozialistisch, antisozialdemokratisch, antiliberal, intolerant, indolent, inhuman, selbstgerecht, selbstbezogen, selbstbewusst, ungezogen, ungebildet, unerträglich. Und das Publikum liebte ihn. Ganz egal, wie er sich aufführte, wie er wütete oder was er seiner Familie an den Kopf warf. Wenn ich dir dieses Fläschchen über deine Arme ziehe. Das ist die letzte Flasche rum. Das ist Punsch, du dusselige Kuh. Punsch, Punsch, Punsch. Solange die Sozis im Untergrund gewühlt haben, konnte man sie immer gleich erkennen. Du anarchistischer Drecksack. Im Moment geht es um die Fremdarbeiter, die hier schon eingedrungen sind. Und macht es dir vielleicht Spaß, wenn du überall, wo du hinkommst, über Spanier, Türken, Italiener, Perser und andere Sonnenanbeter stolperst? Koslowski hat neulich so ja einen Beduin als Taxifahrer gehabt. Die WDR-Serie wurde ein Quotenrenner. Und zum Politikum. Die einen lachten sich kaputt über so viel Bösartigkeit. Den anderen blieb das Lachen im Hals stecken. Säckeweise gingen Protestbriefe beim WDR ein. Wir haben eine einfache, kleine, billige Unterhaltungssendung gemacht, die einen ungeheuren Aufruhr gemacht hat. Merkwürdigerweise, ich verstehe das überhaupt nicht. Aber einen Anspruch hatte die Sendung schon. Überhaupt. Immerhin war es so etwas wie die erste Sitcom im deutschen Fernsehen. Hauptsache, man spricht so, dass andere Leute verstehen, was man sagt. Das ist die Hauptsache.
Und es wäre besser für alle, wenn du, Arschloch, dir davon mal eine Scheibe abschneiden würdest. So, jetzt will ich meinen Sessel wieder haben und dann wird das Fernsehen angemacht. Ickel Alfred sprach aus, was manche dachten. Und das richtete sich oft gegen die sogenannten Gastarbeiter. Jahrelang waren sie geduldet, für die Erledigung von schwerer und schmutziger Arbeit, isoliert und schlecht bezahlt. Jahrelang fügten sie sich diesem Schicksal in einer Industrienation. Sie blieben Fremdarbeiter. Nicht immer. Ich habe es auch anders erlebt. Viele türkische Kinder wie ich fanden im Ruhrgebiet deutsche Ersatzomas in ihrer Nachbarschaft. Es gab aber auch einige, die den neuen Nachbarn keine Chance ließen. Wie in dieser Reportage aus dem Ruhrgebiet. Ich sag mir immer, wenn die hier in Deutschland sind, dann müssen sie Deutsch lernen. Ein bisschen anpassen. Ne? Und nicht die Kopftücher auf. Die laufen ja rum wie alte Großmutter. Na, wenigstens anpassen. Ja, ja, genau so ist es. Ja. Gehen Sie doch mal. An sämtliche Ecken stehen sie doch. Oder die sitzen im Gras. Ja, was stört Sie daran? Oh, wenn ich die schon sehe, die könnte ich auch vergasen, habe ich ja gesagt. Unser Land im Jahr 1973. Die Griechin Irina Wawica und ihr Mann kamen Anfang der 70er Jahre in den Westen. Sie waren vor der Militärdiktatur in Griechenland geflohen. In Lippstadt, bei den Hellerwerken, fanden sie Arbeit. 10 Stunden haben wir gearbeitet, jeden Samstag haben wir gearbeitet. Also um Freizeit, um andere Aktivitäten war nichts. Keiner hat um uns gekümmert. Hauptsache, du hast die Stückzahl geschafft. Rest war uninteressant. Und so ging es vielen ihrer Kolleginnen. Im Juni 1973 reichte es den Frauen. Sie streikten. 4 Tage lang wurde das ruhige Städtchen Lippstadt aufgeschreckt und verunsichert. Ort des Geschehens, die Hellerwerke. Wir haben damals Wut im Bauch gehabt. Wut, richtig Wut im Bauch. Uns konnte niemand bremsen. Die Frauen haben richtig Power gezeigt. Also. Das war schon, sage ich jetzt, so eine kleine Revolution für BRD, oder? Die ganze Stadt war auf die Beine. Wir sind durch die Einkaufsstraße, Altstadt, ne, marschiert. Aber extra. Stellen Sie vor, wenn Heller in Lippstadt hustet, der ganze Lippstadt ist krank. Der Auslöser? Den deutschen Arbeitern zahlte Heller eine Lohnerhöhung. Die Ausländer gingen leer aus. Zurückhaltung bei den deutschen Kollegen und ein herablassender Nachrichtensprecher. So war die Stimmung. Die deutschen Arbeitnehmer erfüllten ihre Pflicht, zeigten sich arbeitswillig, blieben auf Sichtweite und in Distanz zu dem murrenden Pulk von Ausländern. Diese Entscheidung, so einen Streik zu führen, ne, das muss ich ganz ehrlich sagen, das gehört jede Menge Mut dazu. Ohne Sprachkenntnisse, Rechte, Konsequenzen. Weil die meisten, wir wohnten auch in Hellerwohnungen. Was konnte uns passieren? Wir konnten auf die Straße landen. Aber wir haben gesagt, es gibt genug Freunde da, die werden um uns kümmern. Ne? Der Streik bei Heller war nur der Anfang. Im August 1973 streikten die ausländischen Ford-Arbeiter, ohne dass Betriebsrat oder Gewerkschaft hinter ihnen standen. Ford hatte 300 türkische Kollegen fristlos entlassen, weil sie zu spät aus dem Urlaub zurückgekehrt waren. Ihre Arbeit sollte jetzt aufgeteilt werden. Die Streikforderungen, Rücknahme der Kündigungen, ein 13. Monatseinkommen und vor allem bessere Arbeitsbedingungen. Ihre deutschen Kollegen jedoch machten nur zum Teil mit. Das ist eine Freiheitsberaubung. Ich bin 15 Jahre hier im Fortberg. Das ist mir noch nie passiert. In 15 Jahren haben wir auch Probleme gehabt. Die haben aber anders gemacht. Wir verlassen den Betrieb nicht. Wir bleiben hier und dann Streik wird weitergehen. Das
Das Auffällige an diesen Streiks bei Ford und bei anderen Unternehmen ist, dass ausländische Arbeiter zum ersten Mal eine aktive Rolle spielten. Die ausländischen Arbeiter versuchten hier, sichtbar für die Öffentlichkeit, ihre Interessen gemeinsam durchzusetzen. Wir haben im Fernsehen gesehen, ach, Ford, Gott sei Dank, haben wir gesagt, Gott sei Dank, guck mal da, die anderen auch, wir sind nicht alleine. Und wegen dieser wilden Streik würde ich nie sagen, ja, das war ein Fehler, das war richtig. Zu dem Zeitpunkt war richtig. Heller in Lippstadt versprach 40 Pfennig Aufschlag pro Stunde. Aber durch einen klugen Schachzug waren es am Ende nur 11 Pfennig. Vielleicht hinterher haben die uns veräppelt, aber trotzdem, wir haben unsere Stärke gezeigt. Irina Wawica blieb bis zur Rente bei Heller und wurde dort Betriebsrätin. Das Bild moderner Stadtzentren wird nun auch hierzulande in immer stärkerem Maße von den herausragenden Silhouetten wagemutig scheinender Hochhauskonstruktionen geprägt. In Köln wurden 1973 die höchsten Wohnhäuser der Republik fertig. Das Unicenter mit 134 Metern und das Colonia-Hochhaus mit 147 Metern, damals das höchste Haus Deutschlands. Wohnen im Wolkenkratzer galt als modern. Und es war praktisch, denn man wohnte mittendrin im Geschehen. Ich brauche nur ein paar Schritte runter, also mit dem Aufzug sowieso. Und kann einkaufen, was ich will. Werde noch nicht mal einen Tropfen nass, wenn es regnet. Ich weiß nicht, was wollte ich mehr. Ja, man musste nicht mal mehr aus dem Haus. War nur ein bisschen anonym, das Ganze. Ein Haus mit 2000 Einwohnern. Eine etwas ungewöhnliche Aufgabe für einen Briefträger. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Keine guten. Wieso? Man kennt die Leute nicht und man lernt sie nie kennen. Und der Bauboom ging weiter. In Mülheim an der Ruhr, an der Grenze zu Essen, eröffnete 1973 eines der ersten komplett überdachten Einkaufszentren Deutschlands. Das Rhein-Ruhr-Zentrum. So wie man das aus amerikanischen Filmen kannte. 55 Läden. Alles, was das Herz begehrte. Und alles unter einem Dach. Einen Bauboom gab es 1973 auch beim sozialen Wohnungsbau. Hochhaussiedlungen mit öffentlich geförderten Wohnungen entstanden überall im Land. Und einer mischte ganz groß im Baugeschäft mit. Josef Kuhn, gelernter Maurer, wohlhabender Bauunternehmer im Kreis Moers, Chef der Firmengruppe Kuhn, Auftragsvolumen 2,6 Milliarden Mark, Reitstallbesitzer. Wenn man nichts tut, dann kommt auch nichts. Überall im Land hatte der Baulöwe vom Niederrhein Projekte. Wie die berühmten weißen Riesen in Hochheide. Ein Selfmade-Man mit 22 Firmen sowie 1A-Kontakten zu Politik und Behörden. Doch im Juli 73 war er bankrott. Die Kuhn Holding meldete Insolvenz an und riss dabei ein Düsseldorfer Bankhaus mit in die Pleite. Plötzlich standen zahlreiche Rohbauten unfertig in der Landschaft und mehr als 3.500 Mitarbeiter auf der Straße. Und sogar Finanzminister Hans Wertz wurde mit hineingezogen. Ihm seien Millionen von Steuern durch die Lappen gegangen, weil er Kuhn längere Zahlungsfristen eingeräumt habe. Am Ende hatte das Kuhn-Debakel für Minister Wertz keine Konsequenzen. Für meine Heimatstadt Duisburg schon. Kuhns weiße Riesen sind ein Schandfleck in der Stadt. Demnächst sollen zwei der Hochhäuser abgerissen werden. Und dann kam Klimbim ins Fernsehen. Leben ist unser Leben und ist es mal nicht wahr. Dann mache ich mir einen Schlitz ins Kleid und finde es wunderbar. Klimbim. Das bedeutet zigmal Boxhiebe ins Gesicht, im Löschschaum ertrinken, Ohrfeigen kriegen, Torten und Wasser ins Gesicht, unter Bananen begraben werden, Feuer und Explosionen. Was ist das für ein Schauspielerleben? Naja, ziemlich verrückt, nicht?
und so ziemlich das erste Comedy-Format im deutschen Fernsehen. Ingrid Steeger wurde die Ulknudel der Nation. Empfinden Sie sich als Klimbim-Sex-Symbol? Ich meine, Sex-Symbol ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Weil der Sex komisch ist oder weil es so ein bisschen kindlich ist, naiv. Warum haben die Frauen keine Angst, dass die Männer zu viel hingucken bei Klimbim? Ich meine, das ist unwahrscheinlich naiver, doofer Sex, auf doof getrimmt. Und wer will schon eigentlich eine doofe, komische Frau haben? Regisseur Michael Fleghardt hatte sich das Ganze ausgedacht. Ingrid Steeger als blondes Dummchen. Und die Chaosfamilie Klimbim mit Töchterchen Gabi. Hauptsache albern. Es regnet! Ja, aber wieso geht denn da nur hin los? Der Wetterbericht hat gesagt, nur strichweise Regen. Sogar Gaststars wie Günther Netzer machten jeden Quatsch mit. Das Publikum war geteilter Meinung darüber, ob dieser Quatsch wirklich Sinn machte. Was der in Wirklichkeit leistet und was wahrscheinlich das Double leisten muss. An Klimbim scheiden sich die Geister. Die Kommentare gehen von einfach köstlich bis zu blöd. Verdummung ist das. Ein normaler Mensch schaut so etwas nicht an. Das ist ein sehr niederer Blödsinn, der da geboten wird. Da bin ich gern blöd, wenn ich mal herzhaft lachen darf. Mir hat's gefallen. Ich sehe nicht sehr viel Fernsehen. Aber mich hat es ein bisschen geschockt, dass da ausgerechnet eine Frau auf den Knien rumkriechen muss und nicht ein Mann, gell? Das ist die Emanzipation. Das ist die Emanzipation. Und was waren die Hits des Jahres? Rockröhre Susi Quattro feierte ihren Durchbruch. Can the Can. Der Grieche Demis Roussos hatte den Chart-Hit des Jahres. Und das ganze Land tanzte Klammerblues zu Lobos I'd Love You to Want Me. Wo spielt die Musik? Ja, spielt die Musik. Und sie stürzte 1973 Sportdeutschland in die Krise. Carmen Thomas, eine Frau, maßte sich an, das aktuelle Sportstudio zu moderieren. Ich meine, dass Frauen gut genug sind, um am Fließband die Arbeit zu verrichten, die Männer auch tun, und das zum Teil sogar für weniger Geld. Und wenn man sich richtig überlegt, überlassen wir ihnen doch in Schule und Elternhaus die Erziehung unserer Kinder. Und um ein anderes Beispiel zu nennen, in Krankenhäusern und Altersheimen verrichten sie schwerste Arbeit. Und da soll die Moderation einer Sportsendung etwas so Empörendes oder gar Sensationelles sein? Kindererziehung, Altenpflege, ja gut. Aber doch nicht das Sportstudio. Das konnte ja nicht gut gehen. Wer trotzdem heute zu einer Veranstaltung gehen möchte und keine Zeit hat, uns zuzusehen, der kann sich bereits jetzt vor der Sendung eine große deutsche Sonntagszeitung kaufen. In der können Sie dann auch nachlesen, wie ich heute Abend sein werde. Der Autor hat also geschrieben, dass ich also unsicher wirkte und dass auch meine sportlich-journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. Ja, ich muss wohl. Der legendäre Versprecher im Sommer 1973 kam einigen wohl ganz gelegen. Ursprung, fünf Vereine. Und jetzt kommen wir genau auf das zu sprechen, was Siegfried Andrisch vorhin in den Nachrichten angesprochen hat, nämlich auf das Spiel Schalke 05 gegen, jetzt habe ich es vergessen, Standard Lüttich. Standard Lüttich. Eine Hexenjagd begann, die ihr wirklich zu schaffen machte. Was dann über mich reinbrach, war so neu für mich. Und da hat mich auch niemand darauf vorbereitet oder mir gesagt, wie ich damit umgehe oder so. Das musste ich alles in meinem kleinen Herzenskämmerlein ausmachen. Es hat mich zutiefst natürlich getroffen, weil wenn Sie bis zum benutzten Klopapier jede Form von Reaktion bekommen, da brauchen Sie schon harte Nerven, um damit umzugehen. Schalke 04 nahm es gelassen, denn in Gelsenkirchen war man hin und weg vom neuen Parkstadion.
Ich bin der Meinung, dass der ruhmreiche FC Gelsenkirchen-Schalke 04 für unsere Heimatstadt so viel getan hat, dass es an der Zeit ist, ihm auch eine würdige neue Sportstätte zu geben. Die alte Glückauf-Kampfbahn war Geschichte. Denn das Sportereignis stand bevor, die WM 74. Besucher aus aller Welt werden während der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in dieser Arena mehr als zufrieden sein. Und man hatte sich wahrlich nicht lumpen lassen. Das neue WM-Stadion bot Platz für über 70.000 Zuschauer. Die gleiche Stimmung wie in der Glückaufkampfbahn? Ja, ich möchte was sagen, noch besser, wesentlich besser. Beim ersten Spiel in der neuen Arena traf Schalke 04 auf Feyenoord Rotterdam. Kein guter Anfang. Schalke verlor 2:1. Bis zum Bau der Arena auf Schalke 2001 blieb das Parkstadion Schalkes Heimat. In Köln wurde im Sommer 1973 der Versicherungskonzern Gerling Schauplatz einer spektakulären und ziemlich dreisten Aktion. Hinter diesen Mauern regierte Firmenchef Hans Gerling sein Imperium. Ein grimmiger, unnahbarer Patriarch mit einem Heer von fleißigen Angestellten. Strenge Hierarchie, Disziplin, Gehorsam. So war Gerlings Führungsstil. Die Stimmung im Konzern war auf Einschüchterung, Duckmäusertum. Ich würde sagen, die Angst ging um. Man wagte nicht, sich irgendwie selbstständig Gedanken zu machen. Es war alles ein Führerprinzip von oben nach unten durchregiert. Aber einer zog aus, ihn das Fürchten zu lehren. Günther Wallraff schleuste sich undercover als Pförtner bei Gerling ein. Friedrich Wilhelm G. wurde mit 1160 Mark Bruttolohn eingestellt. Laut Dienstanweisung war es seine Aufgabe, alles zu sehen, zu hören und zu wissen, was in seinem Dienstbereich vorgeht. Und das tat er dann auch. Man musste gewisse Pförtner überlisten, man musste das so vorbereiten. Ich meine, mit dem Aufwand hätte man auch eine Bank knacken wollen, aber damit ändert man nichts in dieser Gesellschaft. Wallraff wollte zeigen, dass der Konzern nach Gutsherrenart regiert wurde und dass es mit der Gleichberechtigung dort nicht weit her war. Als Pförtner kam er ja überall hinein. Was habe ich gemacht? Ich habe mich ganz normal verhalten. Ich habe mich dann in meiner Botenuniform ins Casino der Direktoren begeben. Die hatten ja ein Klassenessen. Der Hundertsaal, gemeine Volk, wurde da abgespeist, musste man in der Schlange stehen. Kriegte seinen Klatsch auf den Teller. Und ich habe mich zu den Direktoren begeben und habe mich da ganz unbefangen hingesetzt, gesagt, Mahlzeit. Einer erwiderte das auch noch, mechanisch, automatisch. Oh, sag ich, das sieht aber lecker aus. Und dem Leibkellner da gesagt, übrigens, bringen Sie mir das auch. Und ebenso Champagner, bitte. Die tranken da gerade ihre Schweine. Was ich dann auslöste, ja, das war eine Realsatire. Aber die größte Realsatire lieferte er selber. Er schleuste sich und ein schwedisches Kamerateam ins Allerheiligste des Konzerns ein, ins Büro von Hans Gerling. Und ich habe mich dann in Schablinesker Manier auf seinen Schreibtisch gesetzt, seine goldene Weltkugel von dem G umschlungen, um mich zu sagen, erdrückt genommen, ein bisschen damit balancieren. Dann hat er, weiß ich noch, einen Spruch, Fortes fortuna ad juvet. Ich bin Lateiner, ne? Den Starken steht das Glück bei. Ich habe daneben geschrieben, aber nicht mehr lange. Die Schwachen vereint sind stärker. Natürlich war die spektakuläre Aktion auch nicht die schlechteste Werbung für sein Buch Ihr da oben, wir da unten, das im Herbst erscheinen sollte. Im Grunde genommen war das eine Entweihung seines Allerheiligsten. Wenn er sich noch mal in diesen Raum begibt, er wird irgendwie meine Anwesenheit und damit auch stellvertretend die Anwesenheit einer breiteren Öffentlichkeit mit im Nacken spüren. Gerling beließ es dabei. Er verzichtete darauf, Wallraff zu verklagen.
Im kleinen Städtchen Waldnil am Niederrhein schrieb diese Frau 1973 Sportgeschichte. Christa Fahlensieg. Denn sie lief im Oktober beim ersten reinen Frauenmarathon der Welt mit. In den letzten Jahren hatte sich öfter schon einmal ein Mädchen in einen solchen Wettbewerb hineingestohlen, der eigentlich seit dem Jahre 490 vor Christi Geburt den Männern vorbehalten ist. Aber das waren Einzelfälle, die das starke Geschlecht schmunzelnd und großmütig hinnahm, als Kuriosität gleichermaßen. Die Langstrecke war für Frauen damals im Spitzensport tabu. Und diese beiden Damen hier, die starten heute zum ersten Mal über diese Strecke. Haben Sie ein bisschen Angst davor? Nein. Ich bin nur gespannt, ob ich sie durchstehe. Wie lange sind Sie bisher gelaufen? Im Training 25 Kilometer. Sehr große Medienpräsenz war hier. Ich glaube, die haben alle gehofft oder vermutet, dass die Frauen hier reihenweise zusammenbrechen. Man war der Meinung, dass also solche Strecken für Frauen völlig ungeeignet sind. Das schwache Geschlecht eben. Zusammen mit Christa Fahlensieg gingen 32 Läuferinnen im Waldnil auf die 42-Kilometer-Strecke. Vier Runden sind wir hier gelaufen. War natürlich immer Spektakel hier in der Stadt oder im Dorf. Ja, und ansonsten liefen wir da so einsam und verlassen irgendwo an der Straße entlang, ne? Durch andere Dörfer. 10-Kilometer-Runde war das. Wir haben das halt als Abenteuer gesehen. Mal gucken, wie weit man kommt. Also wenn ich jetzt Probleme gehabt hätte nach 20 oder 30 Kilometern, wäre ich wahrscheinlich auch ausgestiegen. Aber es ging eben doch gut und es war ein Zeichen wirklich, dass man das durchaus auch Frauen zumuten kann, das zu laufen. Und sie lief. Weltrekord. Im ersten reinen Frauenmarathon. 2 Stunden, 59 Minuten und 25,6 Sekunden. Initiator des Wettkampfs war Laufguru Ernst van Aken. Herr Dr. van Aken, das bestätigt eigentlich Ihre Theorie, dass auch die Frau für den Marathon geeignet ist. Ich habe den Lauf verfolgt, besonders die letzten 10.000 Meter, also da, wo die meisten abbauen, war sie die schnellste. Sie wirken noch erstaunlich frisch. Hätten Sie noch weiterlaufen können? Oh, ich war erst mal alle. Aber so, im Alleingang war auch die letzte Runde. Sie sind Runde. Nicht total erschöpft? Nö, jetzt nicht mehr. Es sollte noch 11 Jahre dauern, bis der Frauenmarathon olympische Disziplin wurde. Inzwischen ist es ja normal, dass auch Jugendliche lange Strecken laufen. Die können sich gar nicht vorstellen, dass wir uns das als erkämpfen mussten irgendwo. Und die Vorläuferin kam aus Nordrhein-Westfalen. Doch dann mussten plötzlich alle laufen. Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln. Schuld war die Ölkrise. Im November war es soweit. Sonntags hieß es jetzt freie Fahrt für alles, was keinen Motor hat. Die einen murrten, die anderen fanden's klasse. Ohnehin war der Sprit knapp und teuer geworden. Guten Tag. Tut mir leid, wir haben nichts mehr da. Was? Wir haben nichts mehr da. Wie? Gar nichts mehr? Nein, nichts mehr. Sieht aber schlecht aus, was? Tja, was wollen wir machen, ne? Die arabischen Ölscheichs hatten den Hahn zugedreht. Und die Schuld für die Misere gab man der Bundesregierung und den großen Konzernen. Protest in Essen. Mühsam zogen rund 200 Protestler das Auto, das Lieblingsinstrument der Gesellschaft, ohne Motorkraft durch die Straßen. Bitter auch für den Flugverkehr im Land. Der Flughafen Köln-Bonn verliert damit vorläufig wenigstens seine Bedeutung als zweiter Transatlantik-Knotenpunkt neben Frankfurt. Und in den Wintersportgebieten war sonntags nichts mehr los.
Einheimische, erst am Nachmittag auch einige Skitouristen aus dem Ruhrgebiet, waren in den sauerländischen Wintersportzentren fast unter sich. Und dann wurde auch noch das Wetter schlecht. Langsam reichte es allen mit den autofreien Sonntagen. Erst Weihnachten rollte der Verkehr dann wieder, wie immer. Einer hatte über das ganze Debakel seine gute Laune nicht verloren. Hier in Bonn wurde ein Minister zum Popstar. Herr Minister, was werden Sie singen? Volkslied, Opernarie, Marsch? Heute Volkslied. Volkslied. Heute Volkslied. 32 Millionen Zuschauer lauschten im Dezember dem Solinger Walter Scheel. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vor. Und alle sangen mit. Ich habe Herrn Walter Scheel geschrieben, um von ihm einen Fanclub zu eröffnen. Ich habe bis jetzt ungefähr 5 Interessenten schon, die würden mitmachen. Volkslied wurde zum Hit und der gelbe Wagen zum Markenzeichen des zukünftigen Bundespräsidenten Walter Scheel. Gratuliere Ihnen, Herr Minister. Also dieser Wagen ist wirklich gerollt, nicht? Das Gefühl haben wir doch alle. Ja, ich hoffe es wenigstens. So ging das Jahr zu Ende und der Weltuntergang stand bevor. Ein Kometeneinschlag. Kohoutek, als Jahrhundertereignis erwartet, als Weihnachtskomet angepriesen. Und wenn er doch auf die Erde fiel? Ich habe schon 1911 mal einen Kometen gesehen. Da waren die Leute halb verrückt geworden. Ja, hoffentlich trifft er die Erde nicht. Ich meine, man hat so Verschiedenes gehört darüber, nicht? Für seinen Empfang waren bei der Sternwarte in Bochum alle Vorbereitungen getroffen. Wie nah würde er an die Erde herankommen? Könnte es wirklich gefährlich werden? Natürlich hatte man auch im Radioteleskop Effelsberg den Besucher aus dem Weltall im Blick. Sie suchen nicht den Weihnachtsstern. Sie warten auf Radiosignale von Kohoutek. Und wenn er schon nicht auf die Erde stürzte, dann konnte man den Kometen doch zumindest für ein bisschen kosmisches Tamtam nutzen. Hallo Galactic People, ich lade euch ein zum kosmischen Kohoutek-Fest. Ich bin Gille, euer Sternenmädchen. Der Komet Kohoutek ist mit bloßem Auge noch nicht zu sehen, aber mit scharfem Blick für die Kasse wurde in einem Studio in Stommeln bei Köln kosmische Musik produziert. Ashra Tempel nannte sich die Band. Es ist ein Komet, der nach wie vor seine Bahn zieht und ganz bestimmt nicht ein Weltereignis hervorruft. Die Welt ist dann doch nicht untergegangen. Das war auch gut so, denn sonst wäre ich nicht am 23. Dezember auf die Welt gekommen. Das hätte ich ziemlich bedauert.